In diesem Video spreche ich über die grundlegendsten Dinge, die du auf jeden Fall verändern wirst, wenn du dir eine Sportster geholt hast. Allererste, was die meisten machen werden, wenn sie sich eine geholt haben, ist auf jeden Fall der Auspuff. Wenn du jetzt eine neue Sportster dir geholt hast, die Flöten, die da drauf sind, also kann ich dir jetzt schon sagen, der Sound, der da rauskommt, ist nicht Harley-Sound. Der ist noch zu leise, nicht kernig. Deshalb wirst du dir als allererstes definitiv einen Endschalldämpfer holen. Ob du dir jetzt einfach nur Slip-Ons holst, so wie ich das jetzt hier gemacht habe, an meiner Sportster, oder ob du dir vielleicht ein komplettes Auspuffsystem holst, Klappenauspuff oder was auch immer. Grundlegendes zu den Auspuffen ist natürlich, der Preis spielt eine Rolle für viele. Ein Klappenauspuff, da kommst du unter 2000 Euro gar nicht erst an einen dran. Eventuell einen gebrauchten, das ist auch wieder so eine Sache. Ja, und wenn du dir einfach nur Slip-Ons holst, so wie ich das gemacht habe, behaupte ich jetzt mal, die fangen so, ja, gebraucht, kriegst du schon welche für 300, neu zwischen 500 und 1000. Und ja, es ist auch kein großer Aufwand, jetzt sage ich mal, das, was ich jetzt drauf habe, die Screaming Eagles, das sind halt nur die Endtöpfe, das waren zwei Auspuffschellen und vier Schrauben. Einmal lösen, einmal wieder anziehen. Und fertig. Man braucht auch keinen Mechaniker für sowas. Ja, und was dann auch meist als nächstes ansteht, so wie bei mir zum Beispiel, ist ein Lenkerumbau. Ja, ob man sich jetzt eine Z-Bar drauf macht, eine Dragbar oder Ape-Hänger, das ist natürlich immer Geschmackssache. Ne? Muss auch so ein bisschen zum Bike passen, zu einem selber vielleicht auch, wie man gerne sitzen möchte. Das gibt es halt verschiedene Geschmäcker, verschiedene Lenker und es ist im Prinzip für jeden was dabei. Ich habe mir zum Beispiel eine Z-Bar drauf gemacht, ich fand die sehr ansprechend. Alles selbst gemacht, also man muss dafür jetzt auch nicht unbedingt Zweiradmechaniker sein oder damit in die Werkstatt. Das macht man ganz gemütlich mal an einem Wochenende oder bei schlechtem Wetter. Man will ja auch diesen persönlichen Look des Bikes, man will ja nichts von der Stange haben. Sind wir doch mal ehrlich. Ich würde jetzt sagen, ist auch oft der Heckumbau, der ansteht. Fender kürzen, Kennzeichenhalter eventuell zur Seite verlegen, tiefer legen, ja, andere Federn drauf. Eventuell eine Sissy Bar. Das sind so Sachen, die entscheidet man selber aus dem Bauch heraus. Ja, man will halt sein Bike haben, man will nichts von der Stange, man will sich abheben von der Masse und dafür ist eine Sportster, finde ich, auch prädestiniert. Der Markt ist so groß, oder man kann ja auch viel selber machen. Die andere Alternative ist natürlich, sich eine fertige zu kaufen, aber für mich persönlich, Ich hatte gar nicht den Anreiz, mir schon eine fertige zu kaufen. Ich hatte mir auch selber fertige schon angeguckt. Und die sind ja auch preislich gesehen nicht günstiger wie eine neue. Teilweise sogar schon teurer. Denn die Sachen, die schon dran gemacht wurden, sei es jetzt ein neuer Auspuff oder ein Lenkerumbau, die werden draufgerechnet auf den Kaufpreis. Da wird nichts billiger. Man weiß quasi, ein Klappenauspuff kostet, ich sag jetzt mal, ein Klappenauspuff von Firma XY kostet 2000 Euro.
Ja, dann kostet die Harley 12.000 plus den Auspuff, dann kostet die gebrauchte 14.000. Übrigens Leute, ihr könnt auch gerne meinen Kanal abonnieren. Das ist ein Klick unten rechts, ja, von mir aus natürlich jetzt links, also unten rechts unter dem Video einfach abonnieren klicken und dann seid ihr auch schon bei mir drin im Kanal und verpasst nichts von meinen Videos. Das ist doch mal was. Ja, ich würde sagen, das sind jetzt erstmal so die drei Punkte gewesen und ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Ihr könnt auch gerne was reinschreiben, was euch nicht so gefällt, vielleicht auch irgendwas, was ihr mal von mir wissen wollt. Wie gesagt, der Kanal ist jetzt gerade erst frisch. Ja, ich bin gerade dabei, alles aufzubauen und für Tipps und Kritik in positiver und negativer Hinsicht bin ich immer offen. Oh, da steht auch eine schöne Maschine. Ja, jetzt kommen sie wieder alle raus, ja. Leute, wie gesagt, ich will das jetzt nicht zu lang machen, das Video. Bleibt dran. Zu guter Letzt, fahrt natürlich vorsichtig. Ihr wisst, die Autofahrer, die sind rücksichtslos. Die wissen noch nicht so Bescheid, dass die Motoren da unterwegs sind. Ich glaube, da werden die Leute nie lernen, mal in den Spiegel zu gucken oder so. Beim rechts vor links kennen auch nicht alle, so wie der hier. Der blinkt links und wieder rechts und er weiß gar nicht, wo er hin soll. Super. Und eine Frau natürlich. Leute, bleibt dran. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.